Guten Abend und herzlich willkommen zum Sportmagazin Avi Angriff. Vor 2 Wochen war die erfolgreiche Cross-Triathletin Edith Herth aus Großwallstadt bei mir zu Gast. Und auch heute in der Sendung dreht sich alles um die Sportart Triathlon. Bei mir ist ein echter Profi heute im Studio. Er macht das Ganze nicht nur hobbymäßig und kommt gebürtig aus Heilbach. Ich begrüße Marcel Bischof. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Du bist 29 Jahre alt und bist seit 10 Jahren dabei, also machst seit 10 Jahren Langdistanzen. Wie hat denn alles angefangen? Eigentlich hat alles angefangen mit einem Halbmarathon hier in Aschaffenburg. Ich komme eigentlich vom Tischtennisspielen über meinen Vater, habe dann 2 Jahre Basketball gespielt und habe mich dann spontan für den Halbmarathon in Aschaffenburg angemeldet. Bin damals noch mit Tischtennisschuhen gelaufen, auch ohne große Vorbereitung. Das hat mir übelste Schmerzen dann die nächsten Tage, also in Folge des Halbmarathons, beschert und habe dann irgendwie Freude dran gewonnen und habe mich dann einen Monat darauf in Frankfurt zum Marathon angemeldet und ich will nicht sagen, da bin ich durchgestartet, bin aber ins Ziel angekommen und habe dann schon irgendwie eine größere Herausforderung gesucht und das war dann letztendlich die Challenge Rot, also eine Langdistanz im Triathlon im Folgejahr. Also das war alles ganz spontan bei dir? Eigentlich schon, ja. Ab welchem Alter steigt man denn normalerweise beim Triathlon ein? Du warst jetzt 19 oder 20? Ist also das gewöhnliche Alter? Ich bin jetzt relativ spät zum Triathlon gekommen, wenn man den klassischen Weg anschaut. Du hast ja schon angesprochen, ich bin auf den Langdistanzen unterwegs. Diese Distanzen sind eigentlich eher älteren Herrschaften vorbehalten, weil einfach dieses Höchstleistungsalter mit Mitte 30 kommt. Also da bin ich dann bald schon. Mhm. Aber damals war es so, dass ich einfach die Herausforderung gesucht habe und keine klassische olympische Distanz oder Sprintdistanz, diese kurzen Distanzen machen wollte, sondern eben dieses gleich lange Ironman und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Also kein Tischtennis mehr und dann direkt wirklich dem Laufen sich gewidmet? Tischtennis war eh passé, weil ich dann Basketball gespielt habe, aber nachdem ich dann gemerkt habe, ich bin relativ erfolgreich in der Sportart schon bei meinen ersten Wettkämpfen, habe ich dann aus trainingstechnischer Sicht gesagt, Basketball lasse ich sein, das ist mir zu verletzungsanfällig, gerade mit dem Körperkontakt unter dem Korb, da ist dann auch ein Bänderriss erfolgt und da habe ich dann gesagt, nee, lieber, wenn ich die Zeit investiere fürs Triathlon-Training, was damals schon so halb professionell war, dann verzichte ich dann auf Basketball. Mittlerweile ist es professionell, du machst es hauptberuflich. Wieso hast du dich denn letztendlich dazu entschieden? Ist ja auch bestimmt kein leichter Weg gewesen. Ich bin ja 29, mir war es wichtig, nach meinem Studium erstmal meinen eigentlichen Job, meine Ausbildung abzuschließen als Lehrer für Realschulen. Das Referendariat ist jetzt ausgelaufen oder beendet seit letztem Jahr im August und ich hatte vorher schon nach dem Studium überlegt, vielleicht den Schritt in den Profisport zu gehen, aber ohne Ausbildung ist man im Jahr 2014 oder 2015 da vielleicht nicht ganz so gut beraten. Deswegen war es mir dann doch wichtig, dass man erstmal was Festes in der Tasche hat, wo man immer wieder zurückgehen kann, weil im Sport ist es natürlich erstens schwierig, Geld zu verdienen, zweitens dann auf lange Sicht dann Geld zu verdienen, sei es, wenn man Verletzungen bekommt oder irgendeine andere Geschichten. Und deswegen habe ich dann erst nach der Ausbildung den Schritt zum Profisport gewählt, was natürlich jetzt sich erstmal anhört, ich mache das hauptberuflich, ist ein Spagat zwischen Leben von Hand in den Mund und dann natürlich ein professionelles Auftreten, sei es auf Wettkämpfen oder in einem Format wie heute. Immerhin hast du ein Backup, das ist ganz wichtig. Genau. Was ist denn ein typischer Tagesablauf für dich? Steht da nur Training auf dem Plan oder auch andere Dinge, die wichtig sind? Also aktuell, wenn ich das jetzt aus professioneller Sicht sehe, ist es nicht nur das Training. Früher bin ich eben in die Schule, habe meine Ausbildung gemacht, habe das Geld letztendlich verdient und bin dann zum Training. Dann musste ich mir keine Gedanken mehr machen und war finanziell abgesichert. Jetzt vor allem im Winter beschränkt sich die Hauptaufgabe nicht nur auf das Training, sondern ich bin letztendlich als Selbstständiger unterwegs, muss dann versuchen, irgendwie zu Geld zu kommen. Darunter mache ich Triathlon-Coaching, also ich biete jedem an, der auf kürzeren oder längere Distanzen oder auf einen Marathon sich vorbereiten möchte, meine Hilfe biete ich dann an. Das ist so ein Standbein und zum anderen natürlich Sponsoring-Akquise, dass man dann sich versucht einfach zu vermarkten und letztendlich dann irgendeine Einnahmequelle zu beziehen.
Die Saison geht im Frühjahr wieder richtig los. Jetzt stehen die Vorbereitungen an und hierzu fliegst du unter anderem jetzt schon am Samstag nach Fuerteventura, 4 Wochen Trainingslager. Bist du da alleine unterwegs oder begleitet dich eine Art Trainingsgruppe? Ja, ich komme jetzt so ein bisschen aus der Saisonpause, Vorbereitungsphase hier. Und wenn man nur nach draußen schaut, das Wetter ist ja relativ schlecht. Ja. Klar, da kann man sich vor allem beim Radfahren dann aushelfen, indem man auf die Rolle geht. Aber da kann man einfach nicht so viele Stunden von Training kumulieren, die man dann letztendlich als Profi braucht. Deswegen geht man dann eher in den Süden. Und da ist es typischerweise so im Januar, Februar, dass man auf die Kanaren geht. Da ist das Wetter immer stabil. Mallorca kommt dann später in der Saison, Mai, März. Und ich werde dann mit anderen Profi-Triathleten dort sein. Also es sind letztendlich auf Fuerteventura 2 Ortschaften, wo sich dann so die Community zusammenfindet und dann auch noch gemeinsam trainiert. Super, dann machen wir jetzt erstmal eine kurze Pause, liebe Zuschauer. Wir sind natürlich in wenigen Minuten wieder für Sie da mit dem Profisportler Marcel Bischoff. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Rückenschmerzen sind oft Folgen von schlechter Körperhaltung. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für gesundes Sitzen und Liegen. Sitzkomfort durch individuell angepasste Sitzhöhen, Tiefen und Härten, abgestimmt auf Ihre Körpermaße. Mehr Schlafkomfort durch Bettgestelle in Komforthöhe, mit Höhenverstellung und motorisch verstellbare Liegeflächen. Roos Einrichtungshaus, Polstermöbel und Matratzenfabrik in Meinerschaff. Wir stehen auf Sitzen und Liegen. Magie, Gaumenfreuden, Kerzenschein, Begeisterung, Glück, Fantasie, Genuss. Der Alexander Hermann Palazzo, ab jetzt wieder im Nürnberger Spiegelpalast mit der neuen atemberaubenden Show Fools for Love und dem aufregenden Menü vom fränkischen Lieblingskoch Alexander Hermann. Ich bin schon so aufgeregt, Ihnen unser neues Menü präsentieren zu dürfen. Dieses Mal geht's um die 4 Elemente, natürlich fränkisch interpretiert. Palazzo. Tickets jetzt unter palazzo.org. Wir haben Wohnaccessoires für jedes Zuhause. Sie suchen ausgefallene und individuelle Wohndekoration? Besondere Geschenke? Und dies alles in entspannter Atmosphäre? Dann kommen Sie zu uns ins Freudenhaus. Lassen Sie sich inspirieren von einem Ort, an dem man sich wohlfühlt. Das Freudenhaus in Aschaffenburg. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von dem Zobi. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Alle Staus, alle Blitzer, alle Hits aus Pop und Rock. Radio Primavera. Das Spessart-Camp. Wieder sind alle auf sich alleine gestellt. 12 Kandidaten müssen zeigen, was in ihnen steckt. Ihr Zuhause ist für eine Woche der Spessart. Von seiner härtesten Seite. Das Spessart-Camp. Das Leben ist kein Ponyhof. Jetzt bewerben. Alle Infos auf primavera24.de. Präsentiert von Metzgerei Häuser. Verwöhnt Familie und Gäste. Rohrmeier Outdoor, Ihr Outdoor-Spezialist für die ganze Familie in Aschaffenburg-Striedwald. Und vom Autohaus Kranz und Kunkel, Ihr Mitsubishi-Exklusivpartner in Aschaffenburg. Musik.
Willkommen zurück zum Sportmagazin AWI Angriff, heute mit dem Profi-Triathleten Marcel Bischoff aus Haibach. Wir haben vor der Pause über deine Vorbereitung in Fuerteventura gesprochen. Da geht es jetzt am Samstag los ins Trainingslager für 4 Wochen. Woran musst du denn auf Fuerteventura noch besonders arbeiten? Wenn du jetzt indirekt auf meine Schwächen der drei Disziplinen ansprechen möchtest, dann müsste ich das Schwimmen nennen. Da fehlt mir zur Weltspitze, um das so auszudrücken, noch einige Minuten auf den langen Strecken. Da bin ich schon hier am intensiven Arbeiten mit dem Schwimmverein, mit der TSG, da habe ich mich angeschlossen, einfach mit den Spezialisten zu trainieren, weil Triathleten sehen das Schwimmen immer so etwas stiefmütterlich, vor allem im Amateurbereich. Da reicht es, relativ entspannt aus dem Wasser zu kommen. Und bei mir muss es nicht nur entspannt sein, sondern auch relativ schnell. Deswegen muss ich da im Schwimmen einfach mit den Spezialisten arbeiten und besser werden. Und letztendlich kommt es in Fuerteventura so auf die langen, ruhigen Ausfahrten an, um so ein Fundament für die Saison zu bilden. Also eigentlich in allen drei Disziplinen viel und lange trainieren. Sind es jetzt nur Männer oder sind da auch Frauen dabei? Wir sind 4 Männer jetzt in den ersten beiden Wochen und 2 Frauen. Ich schätze mal, dass so die 2 Frauen sich ein bisschen absondern. Aber bei langen, ruhigen Ausfahrten auf dem Rad, da können die sich auch im Windschatten dranhängen. Da kommt jeder so auf seine Trainingsintensität. Genau, jeder profitiert von jedem sozusagen. Genau. Ich spreche immer wieder ganz gerne das Thema Ernährung an. Bisher haben die meisten Sportler gesagt, dass sie essen können, was immer sie wollen und da gar nicht so arg drauf achten. Der eine hat sich als Nutella-Liebhaber sogar geoutet. Der isst jeden Morgen, glaube ich, 2 fette Nutella-Brote. Ach was. Du machst das Ganze jetzt professionell, nicht nur hobbymäßig. Musst du da disziplinierter rangehen oder sagst du auch, boah, ich kann essen, was ich will? Ich sollte und mache. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Also die professionelle Antwort wäre, dass ich ganz asketisch lebe und natürlich meine Kalorienbilanz im Auge behalte. Allerdings ist der Vorteil gerade beim Triathlon dieser, dass man halt relativ viel trainiert und dass es dann egal ist, aus was die Kalorien bestehen. Also da kann man auch mal das goldene M oder die Krone aussuchen und sich einen Burger leisten. Also das tue ich auch zurzeit sehr häufig. Du nimmst an internationalen und natürlich auch nationalen Wettkämpfen teil. Hast du denn schon einen Plan, was dieses Jahr alles ansteht? Ja, so die Rahmenbedingungen sind schon abgesteckt. Der erste Saisonhöhepunkt wird beim Ironman Brasil. Das sind also Brasilien, die lateinamerikanischen Meisterschaften. Also Kontinentalmeisterschaften zeichnen sich immer dadurch aus, dass es auch mehr Preisgeld gibt. Deswegen habe ich auch diesen Wettkampf gewählt und weil er so von der Topografie mir zusagt und der ist Ende Mai, das ist so der erste Saisonhöhepunkt und vorher wird es natürlich ein paar Vorbereitungswettkämpfe geben, die dann auch national stattfinden. Und noch weitere internationale Wettkämpfe, die geplant sind oder muss man sich immer von einem zum nächsten entlanghangeln und da auch recht spontan agieren? Im Hinterkopf habe ich auf jeden Fall schon was, zum Beispiel die Europameisterschaften hier in Frankfurt, die sind dann im Juli, vom zeitlichen Abstand würde es eigentlich auch ganz gut funktionieren. Allerdings ist es dann schwer, wenn man das dann schon fest sagt, sich auf den ersten Wettkampf letztendlich mental drauf einzuschießen, weil das dann auch wenn es dann schwer wird, öfters mal so eine Exit-Position im Kopf blockiert und dann meint man, ja gut, dann habe ich dann auch die nächste Möglichkeit. Deswegen erstmal volle, aufs Ganze für den Ironman Brasilien und dann so leicht im Hinterkopf geht es dann vielleicht nach Frankfurt. Nächstes Jahr findet in Brasilien wieder die Olympiade statt. Willst du auch dort antreten oder ist das noch zu ein großer Sprung für dich? Da unterscheidet sich jetzt eben die Sportart in die unterschiedlichen Disziplinen. Mhm. Bei den Olympischen Spielen gibt es die Kurzdistanz. Das ist dann eben diese 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Ich bin ja auf der Langdistanz unterwegs und da sind die Distanzen einfach länger und sind nicht so, werbewirksam, um das hineinzupacken. Man kennt das vielleicht von Olympischen Spielen mit dem Marathon. Mhm. Der findet dann meistens am letzten Tag so schon beim Abbau statt. Das ist einfach nicht so interessant für das Olympische Komitee. Deswegen ist diese Sportart oder diese Disziplin nicht olympisch. Also ist letztendlich kein
kein Ziel, weil ich auf der anderen Disziplin unterwegs bin. Okay, verstehe. Was ist denn für dich die größte Herausforderung am Triathlon? Die größte Herausforderung ist eigentlich der Weg dorthin bis zum Wettkampf, weil die Vorbereitung einfach das ganze Jahr dauert und dann ist die Herausforderung, im Wettkampf dann seine Leistung abzurufen. Man hat dann letztendlich nur den einen Tag oder vielleicht diese drei Tage, wenn man drei Hauptwettkämpfe hat im Jahr, und genau an dem Tag topfit zu sein und dann die Leistung abzurufen, das bringt, glaube ich, die größte Herausforderung mit sich. Hast du denn bestimmte Orte, die dir besonders liegen, jetzt vom Klima zum Beispiel? Kälte mag ich gar nicht, habe aber die letzten zwei Jahre meine besten Wettkämpfe bei Regen und fast Schneeregen überstanden oder bestritten. Besonders heiß mag ich es jetzt auch nicht, habe ich aber auch schon gute Rennen, wie jetzt im vergangenen Jahr in Cozumel gemacht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte es 20 Grad, es wäre windstill und viele Zuschauer am Rand. Ja, vielleicht kommt es ja irgendwann noch so weit. Du bist seit 10 Jahren dabei. Was hat sich über die Jahre hin verändert? Also speziell für mich, das Training wurde zunehmend professioneller. Dadurch, dass man sich Know-how aneignet, kann man einfach Fehler, die man früher gemacht hat, kann man gerne darauf verzichten und macht es einfach dann besser. Sonst, die Sportart an sich hat sich etwas verändert. Triathlon boomt zurzeit, also zumindest was ich so sehe im Amateurbereich. Jeder möchte irgendwie so eine Langdistanz in seiner Vita stehen. Besonders bei Manager ist das gerne gesehen und beliebt. Es ist kommerzieller geworden, die Startgelder entsprechen auch. Also Angebot und Nachfrage regelt auch den Triathlon-Markt. Was wiederum ein Nachteil ist im Profisport, weil dort sind einfach Preisgelder auf dem gleichen Level geblieben. Also da bildet sich so eine Diskrepanz. Das sind so die Hauptveränderungen. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause, liebe Zuschauer, und sind natürlich in wenigen Minuten wieder für Sie da mit dem Profi-Triathleten Marcel Bischoff. Und wir schauen auf die Footballer der Stallions Aschaffenburg und verraten Ihnen, mit welchem Problem die aktuell zu kämpfen haben. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Sakkos aus edelsten Stoffen. Hoher Verarbeitungsstandard. Exzellente Passform. Ob für Business, Feierlichkeiten oder Freizeit. Im Dash Factory Shop finden Sie Herrenbekleidung für jeden Anlass. Und wir nehmen uns Zeit für eine fachlich exzellente Beratung. Dash Factory Shop in Aschaffenburg, Schwalbenrheinweg. Mode für den Mann mit hohem Qualitätsanspruch. Hier haben Sie alle, die Blitzer der Region. Und wenn es doch mal blitzt und knallt, bekommen Sie Hilfe von Ihrem Rechtsanwalt. Rechtsanwalt Fenderl und Dietrich, Karlstraße 19 in Aschaffenburg, Telefon 06021 38 665 0. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen, dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn es drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Ob beim Kochen, Essen oder gemütlichen Beisammensein. Das Ambiente muss stimmen. Persönlich und unkompliziert verwirklichen wir Ihre Visionen von einer idealen Küche. Modern im Design und mit Liebe zum Detail. In einer Qualität, die einen Namen hat. AK Küchen in Aschaffenburg. Willkommen.
Willkommen zurück zum Sportmagazin AWI Angriff. Der Profi-Triathlet Marcel Bischoff ist natürlich noch immer bei mir. Und wir haben vorhin schon mal das Thema Sponsoren angesprochen. Also Triathlon ist ja leider eher eine Randsportart im Vergleich zum Fußball, wo man das große Geld verdient. Und du musst dich hauptsächlich durch Sponsoren finanzieren. Wie machst du denn auf dich aufmerksam? Zum einen habe ich einen Internetauftritt, auf dem ich besonders in den Trainingslagern oder in den Tagen, wo ich nicht im Land bin, täglich Berichte schreibe, Bilder einstelle und ja, letztendlich Wettkampfberichte dann online stelle. Zum anderen bin ich in der Szene unterwegs, auch in einem TV-Format, das ist bei triathlonszene.de, jeder, der da Lust hat, kann mal reinschauen. Da gibt es jeden Freitag eine Live-Sendung, dort bin ich letztendlich präsent und habe, kann man eigentlich sagen, von den ganzen deutschen Triathleten so die meiste Primetime, weil ich da immer mich letztendlich vermarkten kann und ja, durch Berichte in der Zeitung oder Auftreten bei Wettkämpfen oder eben Veranstaltungen wie diese heute. Du bist ein typischer Einzelkämpfer und bei dir geht es nur um Zeit. Es gibt keine Punkte auf schön schwimmen oder schön laufen, also letztendlich zählt wirklich jede Millisekunde. Ist Triathlon denn insgesamt ein fairer Sport? Wenn man jetzt in die einzelnen Disziplinen gehen müsste, dann würde ich sagen, nein, weil zum Beispiel beim Schwimmen gibt es den Massenstart bei uns und wenn dann letztendlich bei den Altersklassen sind es ca. 2000 Leute, die da auf einmal loskämpfen, muss man schon sagen. Wenn 2000 Leute an einer Schwimmboje möchten, die 500 Meter entfernt ist, dann kann man sich vorstellen, dass da einfach zu wenig Platz ist. Und da werden dann letztendlich die Fäuste ausgetauscht, weil im Wasser ist es halt schwer, besonders unter Anstrengung, sich irgendwie zu verständigen. Im Profibereich ist es noch ein bisschen anders. Da geht man ein bisschen sorgfältiger mit sich um. Es sind auch eben nicht ganz so viele unterwegs. Beim Radfahren ist immer so die Windschattenproblematik eine Sache. Halte ich eben diese erforderlichen 10 Meter, um nicht vom Vordermann zu profitieren, ein? Oder lege ich die Regel für mich aus, indem ich einfach 6-7 Meter fahre und wenn der Kampfrichter kommt, lasse ich mich zurückfallen? Also das sind so Sachen, wo man einfach unfair agieren kann, aber nicht muss. Und die meisten sind da relativ fair. Was die Zeiten angeht, im Profisport muss man sich nochmal abgrenzen von den Altersklassen. Da kommt es vielleicht nicht auf die Millisekunde an, sondern es kommt darauf an, dass ich den Sprung vor dem Gegner bin, weil letztendlich wir auf Platzierung gehen und weniger auf Zeiten dann schauen. Natürlich ist es ganz gut, wenn man sich dann irgendwie vergleichen kann mit einem Wettkampf vorher. Ich bin dann vielleicht einfach schneller geschwommen und weiß, da habe ich eine Entwicklung gemacht, aber am Ende des Tages wird dann in die Ergebnisliste geschaut und gesehen, wer dann vorne ist. Noch eine letzte Frage. Dein Lebensmotto heißt Live Your Dream. Was ist denn dein größter Traum? Liebst du ihn schon? Ich versuche es zumindest. Also mein Traum, den ich mir jetzt auch über die mehrere Jahre aufgebaut habe, über die 10 Jahre, die du angesprochen hast, war es eben, nicht vom Triathlon zu leben, sondern den Triathlon in volle Gänze auszuführen, das Bestmögliche aus mir herauszuholen, die Zeit zu investieren. Das habe ich immer begleitend zu meiner beruflichen Ausbildung gemacht, habe da auch Abstriche gemacht, weil der Ehrgeiz einfach immer im Triathlon war. Der Traum ist noch nicht vollendet. Ich versuche natürlich, mich mit dem Sport im Moment zu finanzieren. Da sind auch Sponsoren noch herzlich willkommen. Es ist zurzeit ein schönes Lebensgefühl, das möchte ich auch noch ein bisschen beibehalten, aber ich weiß nicht, ob ich mir dann in 2-3 Jahren, wenn ich dann wirklich vielleicht ganz große Wettkämpfe gewonnen habe, dass der Traum in Erfüllung ist, weil ich glaube, Träume braucht man immer, muss man sich erhalten und ja, wird mir schauen, wie es dann ausgeht. Dann viel Erfolg dabei und herzlichen Dank, dass du heute bei mir in der Sendung warst. Danke auch. Wir werden dich verfolgen. Für die Footballer der Stallions Aschaffenburg könnten demnächst schwere Zeiten anbrechen. Der Verein sucht noch immer nach einem Trainingsplatz für die neue Saison, die bereits in 3 Monaten losgeht. Mein Kollege David Rischke hat sich mit den Stallions getroffen und berichtet. 1, 2, 3, Stallions! Give me fuel, give me fire, give me that which I desire! Die American Footballer der Aschaffenburg Stallions bereiten sich zurzeit auf die neue Saison vor. Die Stallions, zu Deutsch Hengste, haben in der FAN Arena ihren Winterstall bezogen. Wenn es Frühling wird, wollen sie aber wieder ins Freie und draußen auf einem richtigen Rasenplatz trainieren. 50 Mann sind hier normal beim Training, doch es gibt ein Problem.
Die Stallions haben noch keinen Trainingsplatz für dieses Jahr. Vorstandschef Zanapa würde sich eigentlich gerne auf den US-amerikanischen Super Bowl freuen, der in einer Woche stattfindet. Dann spielen die zwei besten Teams der Welt gegeneinander. Ein Riesenevent, das Paar zusammen mit Spielern und Freunden gucken wird. Doch die Sorgen um seine Stallions verderben ihm die Vorfreude darauf. Wir brauchen ja einen Rasenplatz oder einen Kunstrasenplatz, damit die Jungs natürlich die ganzen Züge üben können und die Taktik trainieren können. Letztes Jahr waren wir beim ersten FC Hößbach untergebracht. Das war halt ein Hartplatz und da kann man natürlich sehr, sehr viele Züge nicht üben. Die Stadt unterstützt uns, wo sie kann. Wir trainieren in der FAN Arena, wir spielen im schönen Stadion, im schönen Busch. Das funktioniert alles super, aber es ist halt einfach ein Platzmangel da. Das Platzproblem hatte in den letzten Jahren auch dazu geführt, dass es Schwierigkeiten mit der Jugend gab. Die Jugendspieler mussten mit dem Bus nach Hößbach kommen und wie in den zwei Jahren davor sogar nach Feldkahl. Ja, es ist eigentlich fast schon existenziell wichtig, weil auch der Verband zu Recht sagt, wenn ihr keine Jugendarbeit leistet, dann bekommt ihr auch keine Lizenz. Rasen- oder Kunstrasenplätze auf Aschaffenburger Boden bleiben den Stallions bisher zum Trainieren verwehrt. Zanapa steht aber in ständigem Kontakt zum Sportamt. Nächste Woche soll es neue Gespräche geben. Die Zeit drängt, Ende April steht das erste Ligaspiel auf dem Programm. Der Verband hat den Stallions zur neuen Saison die Vorlage gemacht, 18 Jugendspieler mit Pässen anzumelden. Die Stallions wären nicht die Stallions, wenn sie den Kopf in den Sand stecken würden. Im Gegenteil, zur neuen Saison hat Jugendcoach Jan Arnold eine wahrhaftige Herkulesaufgabe gemeistert. Jan hat sich dahinter geklemmt mit ein paar Jungs, die motiviert. Die haben eine Schulaktion, unsere Stallions machen Schulaktion, ausgeführt und haben so 28 neue Jugendspieler für die Aschaffenburg Stallions gewonnen. Also wirklich mit Ausweis sind alle da, sind alle angemeldet und trainieren hier auch mit zum größten Teil. Und das ist natürlich gigantisch. Das Potenzial für die Stallions ist in Aschaffenburg und Umgebung also groß. Wir brauchen jeden. Jede Figur, jede Statue hat seinen Zweck. Also Football kann jeder spielen, das ist eben das Gute daran. Und dann können wir sie meistens auch dazu überreden, zu kommen und bleiben auch dann meistens dabei. Wir haben heute wieder 4 neue Jungs da. Letzte Woche 4 neue Jungs da. Diese 4 sind heute wieder da. Also wenn es so weitergeht, platzen wir aus allen Nähten. Die Jugend ist da. Jetzt fehlt nur der geeignete Trainingsplatz. Vorstandschef Paar lässt weiterhin alle Drähte heiß laufen, damit die Hengste pünktlich zum Frühjahr wieder ins Freie können und ihr Winterstall nicht zum Dauerheim wird. Für den ständig wachsenden Verein mit rund 400 Mitgliedern wäre das ein schwerer Schlag. Da bleibt zu hoffen, dass die Gespräche nächste Woche eine Lösung hervorbringen. Wenn Sponsoren fehlen, dann holen wir die. Wenn es Spieler fehlt, dann akquirieren wir diese. Wenn wir mal ein Event feiern müssen für die Fans, dann machen wir das. Was wir nicht machen können, ist natürlich einen Trainingsplatz zaubern. Ne? Das ist klar. Und deshalb wühlt mich das natürlich persönlich sehr auf. Nächsten Dienstag ist dann ein Spieler vom Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt zu Gast, denn nächste Woche beginnt bereits die Rückrunde. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend, eine angenehme Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.